weiter weg? Das geht nicht. Hallo! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind wieder zurück. Dick und Doof sind da. Und Mann. Der Experte ist auch mit am Start. Arschloch. So. Heute. Jetzt Anzeige? Möglich wär's. Mal gucken, wer sich dann meldet. ich meinte ja dich. Ja, möglich wär's. Schauen wir mal. Heute kleine Sondersendung aus gegebenen Anlass. Thema ist so Menschen. Es gibt solche und solche Menschen. Ne? Oh, du bist fett. Jetzt gibt's da Anzeige. So, also, gebt aufs Ende des Jahres zu. Und nutzen wir doch die Gelegenheit doch einfach mal hier, das sind ja sowieso die besten, hübschesten, intelligentesten und cleversten Zuschauer der Welt. Ne? Die sind hier auf diesem Kanal, da darf ja auch nicht jeder abonnieren und so. Ja. Ja? Nee, ist so. Gab in letzter Zeit so ein paar Dinge, wo ich sagen muss, boah, ihr macht mich einfach fertig und sprachlos. Es ist nicht normal, was ihr da so treibt. Und was ich immer toll finde oder wir toll finden, dass ihr so Kommentare schreibt, so eure Videos, das sind so, das ist so eine halbe Stunde am Tag, wie wird das gesagt, so eine halbe Stunde am Tag, wo ich mal alle meine Sorgen und sowas vergessen kann. Und genau das ist der Grund, warum wir die Videos hier machen wollen, so für euch. Und was da von euch dann zurückkommt, ist einfach nur großartig. Darf ich denn jetzt auch mal ein Jaule-Video machen, so wie alle anderen? Nein, so schlecht. Ja, es gibt hier auf YouTube keine Jaule-Videos. Na, hier ist gute Laune am Start. Und auch mal ein Danke ist dann an euch mal fällig. Eins reicht da nicht aus. Man könnte sagen, 500 Mal Danke könnte man sagen. Das ist einfach großartig, was manche Menschen da so gemacht haben. Menschen können aber leider auch ganz ätzend und fies sein. Ja, ich habe in den letzten Tagen viel geweint. Ja, du hast viel geweint. Wegen dem Experten. Ja, weil der Experte... Nein. Ja, das ist interessant. Sie hat geweint, obwohl ich gar nicht zu Hause war. Weil das Leben nun mal manchmal... bei uns ist 22 Jahre schon kacke. Wir haben gesagt, wir machen kein Jaule-Video. Nee, aber wenn ich mich in der Welt draußen umschaue, habe ich ja schon öfter gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verliere den Glauben an die Menschheit. Aber dann gibt es Menschen, die wir kennen uns ja nicht persönlich oder die allerwenigsten kennen wir persönlich, die machen dann so tolle Sachen, wo ich dann wirklich einfach nur 500 Mal Danke sagen kann. Weil das ist einfach unglaublich. Ich hab nur einen riesen Wunsch und eine riesen Bitte. Macht weiter so. Seid nett und lieb zueinander. Und seid nett zu anderen. Seid nett zu anderen. Wenn mehr Menschen so wert wären auf der Welt, wie ihr das seid, dann hätten wir jetzt kein Thema in der Ukraine, dann hätten wir kein Thema in Israel. So, wenn ich das sehe und höre, Da möchte ich mir einfach nur ein Loch buddeln, mich reinlegen und sterben oder mich zu Tode schämen für andere. Zum Fremdschämen ist das. Ich sage mal, warum lasst ihr euch nicht einfach in Ruhe? Ja, seid doch mal ein bisschen netter zueinander. Man kann doch über alles reden. Aber das geht nicht. Manche wollen das nicht. Da sind dann so Sachen im Spiel wie, du hast aber was ich gerne hätte, anstatt dass man darüber redet, was können wir da machen? Können wir das gemeinsam nutzen? Nein. Ist das der Neid? Der Besitzlosen? Was hast du denn da schon wieder gemacht? Ich weiß nicht, irgendwas hat mich gestochen. Kann man ja, aber da muss man nicht kratzen. Das war aus Versehen. Ja. Und außerdem änder mal deine Augenringe, wie sie dann alles sagen. Ja, das kann man kommt. Sich so vor die Kamera setzen. Ich habe in den letzten Tagen doch zu viel gearbeitet. Die ein oder andere Stunde mehr gearbeitet, als ich sollte oder dürfte. Aber es lohnt sich ja. Und wir wollen aber noch ein bisschen mehr Experte haben. Wir kriegen noch Experte. Nicht viel. So viel Experte, wie ihr wollt. Verlasst euch. So viel, dass es euch schlecht wird.
So. Ich muss das schon sieben. Ich habe auch noch ein Problem. 26 Jahre ertragen. Ich mache auch noch ein Informationsvideo für die liebe Jasmin. Ja, meine Lieblingsklugscheißerin hier auf dem Kanal. Ja. Irgendwas? Jasmin hat eine Frage gestellt. Echt? Ja, hast du mir erzählt. Sie weiß nicht, was an so einer Lagerumstellung so schwierig ist. Aha. Liebe Jasmin, jetzt bin ich mal wieder dran mit Klugscheiß. Ich werde ein Video machen und ihr dürft das natürlich auch anschauen, was ich denn da überhaupt gemacht habe. Achso, du meinst, ich soll im Lager filmen? Ja. Es gibt ja viele hier, die kein Instagram haben. Wenn ihr das habt, dann guckt einfach mal vorbei. Ich poste eigentlich jeden Tag Bofrost-Content, aber viele haben halt kein Instagram und dann können wir ja hier mal ein Video machen. Wir dürfen nur keine Arbeitskollegen zeigen, die sind da ein bisschen komisch. Die wollen das nicht. Also nicht alle, aber die Kerstin, die möchte das. Die Kerstin, unser Schnengel. Die Mama. Das ist die Verwalterin der Quetschtüten, übrigens. Die hat... Das ist so ein Eis, was wir im Programm haben, im Soll Quetschtüten. Und das ist so Kerstins Spezialität. Kerstin hat die schönsten Quetschtüten. Das sind wir nicht die alleinigen, wieder zu finden. Was habe ich denn bei mir in der Abteilung? Ihr habt die schönsten Erbsen. Genau, du hast die schönsten Erbsen. Und kann ich alles haben. Und Pommes. Ja, das passt ja nicht. Passt. Du hast auch Spargel. Ah, ist ein bisschen dünn, ne? Ja, kannst du ja ein Bündel nehmen. Wow, mein Gott. Lieber grün oder weiß. Ja, da kannst du. Wir haben auch noch Spargelsuppe. Das ist gut. Die ist gefroren. Ein lieben Gruß an alle, die durch meine Videos Bofrostkunde geworden sind. Und ich hatte ja schon 500 Mal Danke gesagt. Ich kann es gar nicht noch oft genug sagen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es eine Person gibt, da wird es... Da muss ich ein Dankeschön in unbekannter Anzahl einfach mal so raushauen. Ich habe keine Ahnung, aber ich sage einfach mal... Eigentlich können wir das gar nicht. Kann man gar nicht wieder gut machen. Nicht nur eine Person. Ja. Eigentlich sind es zwei. Genau. Und dann die zwei Zuschauerinnen des Jahres gebt halt dieses Dankeschön-Video speziell mal raus. Aber alle anderen dürfen hier natürlich auch Spaß haben. Mit Dick und Doof und dem Experten. Ich hau dir gleich eine rein, ey. Was ist denn? Du musst doch meine Haare schneiden. Wir sind heute zu dritt. Dick und Doof und der Experte. Ich bin nicht dick und auch nicht doof. Was bist du denn dann? Der Experte. Scheiß drauf. Nicht scheiß drauf. Ja. Ich komme auch nicht ab, aber ich kündige. Was machen wir noch so im nächsten Jahr? Du kündigst. Ich hau dir gleich Sack Zwiebeln vor den Kopf. Ich kündige? Und dann muss man sehen, wie er alleine kommt mit Schnängel. Mit Schnängel. Mit Schnängel und ihren Quetschtüten. So. Was machen wir? Wir machen auf jeden Fall, habe ich noch ein paar Pläne hier für den Kanal. Ja? Und zwar, für dieses Jahr? Erstmal, vielleicht für dieses Jahr mal schauen. Dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Video für Jasmin. Da ist der Erklärbär dann am Start. Oh, das weiß ich was, aber. Ja, doch, könnten wir noch hinkriegen. Was eine Lagerumstellung, was das, warum das so aufwendig ist oder war, erkläre ich mal ganz genau, wie unser Lager so funktioniert. Und dann machen wir noch mal auf jeden Fall so ein Video, ich sag mal so, die Wahrheit über Bofrost. Jetzt kommt's raus, über Bofrost und die Produkte. Oh, morgen kriegst du die Kündigung. Kriegst du denn die Kündigung? Krieg ich nicht. Meinst du, kriegst du eine Gehaltserhöhung? Vielleicht. Achso, wir haben auch übrigens noch ein Dankeschön an die, weißt du, da ist jemand, hat sich gemeldet. Dank der Bofrost-Videos ist sie jetzt Bofrost-Kundin geworden. Hast du gerade schon gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall super gemacht. Hast du mir zu, wenn ich rede? Meistens nicht. So, auf jeden Fall große Klasse und ich hoffe, wir können noch mehr von euch dazu oder dafür begeistern, Bofrost wenigstens mal auszuprobieren. Ich sag euch mal ganz genau, was. Es ist ja jetzt kein Bofrost-Video. Ja, noch nicht. Nee, aber wir arbeiten nicht. Doch, wir arbeiten dran. Und ja, Bofrost ist schon. Ich sag mal, wenn man dort arbeitet, muss man ein bisschen, was heißt ein bisschen? Man muss schon ordentlich einen an der Waffel haben. Das ist einfach so. Positiv. Ich sag mal, wenn man da einmal von infiziert ist, von diesem Bofrost-Virus,
ja, dann ist man da abhängig davon. Das ist wie so eine Droge, wie so eine Sucht. Das ist, Bofrost ist ein Unternehmen, das ist nicht vergleichbar mit anderen Arbeitgebern. Definitiv nicht. Das ist einfach schön. Es ist, jeder Tag ist anders, obwohl man eigentlich theoretisch mal das Gleiche zu tun hätte, ist jeder Tag ist anders. Wird nie langweilig. Ja, aber ist nicht immer schön. Ist nicht immer schön, aber es ist nie langweilig. Also ich kann mich in den jetzt dann, was haben wir heute, ist der, was haben wir heute? 15. Morgen ist der 16.10. Ach. Und am 16.10.2000 hat euer Experte den Dienst bei Bofrost aufgenommen. Das heißt, morgen bin ich 23 Jahre. Echt? Morgen, am 16.10.? Am 16.10.2000 habe ich bei Bofrost angefangen. Was kriegst du denn jetzt dafür für 23 Jahre? Feuchten Händedruck. Das sind so Sachen. Nee, aber es gibt ja so ein Programm jetzt da, wo ich dann in 2 Jahren irgendwie einen Gutschein kriege. Oder? Ach ja, genau. Ich weiß nicht. Nach 25 aber Jahren. Ist wurscht, egal. Darum geht es ja mir gar nicht. Es ist einfach mir nur, schon. Einfach nur toll. Ist ja, wenn Bofrost nicht so ein Unternehmen wäre, wäre ich wohl nicht 23 Jahre da. Das stimmt. Wenn und würde sich so viel Zeit investieren. Wenn alles so schlecht und mies wäre, wie alle immer sagen, oder nicht alle, stimmt ja gar nicht, wie einige dazu sagen, Bofrost ist ein tolles Unternehmen. Muss ich einfach mal so sagen. Und ihr seid die tollsten ZuschauerInnen und MenschInnen. MenschInnen. Was willst du jetzt von mir? Soll ich was sagen oder nicht? Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, in den letzten Tagen konnte ich nicht viel sagen. Mir war irgendwie so zum Heulen. Ja. Was machen wir heute noch? Wir machen heute noch Haare schneiden. Ja, gleich. Bei, sofort nach dem Video. Ja, bei Dick und Doof werden Haare geschnitten. Aua. Außerdem habe ich schon wieder für dich Augenpads und weggelegt, weil da steht extra für extra stark. Alt, fett und hässliche Menschen. Mhm. Und reizbar hast du vergessen. So. Da war jetzt einfach mal ein Video außer der Reihe, einfach mal so, um Danke zu sagen. Ja, Liebe geht hier raus und Liebe kommt, vor allen Dingen Liebe kommt ja nicht nur, geht ja hier nicht nur raus, sondern dann ist das Geile, dass da von euch wirklich und Liebe, du da? Liebe wieder reinkommt. Du? Ach, die du? Meinst du die da? Ja, die. Ah, ja, nimm dir mal ein Beispiel daran an fremde Menschen, ne? Mhm. Weißt du Bescheid? Ja, weißt du Bescheid. Also, ihr seid großartig. Ich bin einfach überwältigt und sprachlos von euch, was wir hier für tolle Leute haben. Ich würde euch gerne alle richtig feste in den Armen nehmen. Das wollt ihr nicht. Doch, ich habe große Arme. Boah, und da würde ich euch gerne alle so nehmen. Boah, mal so ganz fest drücken. Oh mein Gott, ich will das aber nicht. Die lassen wir raus. Geh doch weg. Bei dir, guck mal hier, da komme ich kaum rum mit meinen Armen, aber um euch, da komme ich komplett drum rum. Ihr seid ja nicht so dick oder doof. So, so gefällst du mir und den Leuten auch. Ja, morgen kriegst du meine Kündigung. Ja, dann bin ich mit Schlängeln alleine. Ja, noch Carlos. Guckt Schnengel überhaupt die Videos? Ich weiß nicht, aber die Jungs gucken die oft. Die Jungs? Mhm. Ja, dann liebe Grüße an die beiden Jungs. Der Toten, Nico, Leon. Das hat echt Spaß gemacht. Und damit. Thea, hallo. Tante Thea. Tante Thea. Tante Thea. So, mittlerweile spuckt so ein Kartoffelsalat ja nicht mehr aus. Wenn sie mich sieht. Ja. Mir fällt es immer noch ein bisschen schwer. Hm? Ja, neben dir zu essen, ohne zu spucken. Lass mich doch einfach mal nicht an, Mensch! Aber das ist reine Körperbeherrschung. Ne? 26 Jahre. Ich habe übrigens schon eine Kleinigkeit für dich zum 1. Dezember. Kriege ich auch was? Meine Psychotherapie hat dabei auch geholfen. Psycho an einer Waffel, ey. Genau. Jo, gut. Ich muss auch also, wir machen einfach weiter. Man hör auf, mir am Arsch zu krabbeln. Krabbel denn nicht am Arsch, aber du hast einen hübschen Pulli. Toll, das ist der Running Gag hier. Komm ich jetzt. Kerstin kriegt nur Komplimente und ich habe einen schönen Pulli. Ja, genau. Ja? Was ist das denn? Genau. Was ist das denn? Aber ich finde, du hast auch einen schönen Pulli. Mhm. Einen schönen Pupp. Also, wie auch immer, wie dem auch sei. Du kommst ja auch nirgends anders dran. Wenn ich wollte, könnte ich. Nenn mir einen Namen. An.
ich komme bei dir dran, wo ich nicht bei mir, bei jemand anderem. Bei anderen will ich gar nicht dran. Ja, weil die dich nicht mehr wollen. In letzter Zeit in den Spiegel geguckt. Nein, letztes kaputt gegangen. Sprachen dick und doof. So. Und der Experte. Und der Experte. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Lass mich in Ruhe jetzt. Wir machen auf jeden Fall weiter für euch und versuchen euch ganz, ganz viele tolle halbe Stunden, Stunden, Tage zu schenken. Weil was mir erst jetzt wirklich bewusst geworden ist, wie wertvoll, ich habe das gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, wie die Videos von uns, welchen Einfluss die auf euch haben, wie gut die euch tun, dass es euch so viel wert ist. Aber mir tat es ja damals auch immer gut. Ja, aber das ist trotzdem, was bimmelt denn hier? Ist das trotzdem? Das ist diese Schnur. Dieses Feedback ist für mich jetzt wahnsinnig wichtig gewesen, wo ich dann sage, ich mache auch weiter. Definitiv. Und werden auch. Brauche ich jetzt hier eine Entschuldigung? Ja, keine Ahnung. Von wem? Entschuldigung. Ich habe die Nachricht erst gestern gelesen. Na, ist ja gut. Irgendwo gibt es da Entschuldigung schreiben. Also, wahrscheinlich völlig zu Unrecht. Nein. Wenn der Hermes mal wieder was versemmelt hat. Nee, also. Das Feedback war wahnsinnig wichtig für mich jetzt, weil mir das nicht so richtig bewusst war, was unsere Videos da teilweise mit dir oder dir macht, wie gut euch das tut. Und das ist ja das, ja, ich sag mal, das eigentliche Ziel. Ich möchte ein bisschen Spaß verbreiten und Freude verbreiten, oder? Ja. Kannst du dich mal hier vielleicht auf dein Publikum konzentrieren? Ich habe ja auch Publikum. Ich weiß nicht, mir fällt nichts mehr ein dazu. Ja, ich habe ja auch gesagt, es soll ein kleines Video werden und nicht hier 5 Stunden. Ich habe jetzt einfach 15 oder 17 Minuten gleich einfach nur irgendwas vor mich hingequasselt. Nicht machen. So geht's. So kann man das. Toll, das kann ich so nicht zeigen. Doch, Finger kannst du das so zeigen. Oh mein Gott, so. Ja, damit man dann noch weniger Haare sieht. Ja, ich könnte mal so, ne? Ah ja, Haare. Haare sind. Ja, wir haben jetzt 18 Minuten. Also, frisurentechnisch ist bei mir ja auch nicht mehr viel los. Nee, der hat echt. Guckt euch das mal an, was der für eine Pläte gekriegt hat. Innerhalb von einer Woche. Nee, das ist schon mal länger. Nee, aber innerhalb von einer Woche habe ich stehe vor dem Spiegel, ich denke, was ist das denn? Ist das die neue arabische Frisur? Ach, sag mal, war da mal Haar dran? Naja, wie dem auch sei, unser Video ist dann jetzt, denke ich, am Ende. Also tausendmal danke an euch da draußen, dass ihr uns schon teilweise auch so lange begleitet, dass ihr uns so unterstützt, in welcher Form auch immer. Ganz normal. Wie nennen wir denn das Video? Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag und 500-mal danke, wie auch immer. Es ist einfach irre. Ich habe jetzt das letzte Wort, wie immer, und wünsche noch einen schönen Sonntag. Und sag auch nochmal danke. Bitte. Ich bin da im Moment so eben ein bisschen sprachlos. Ich muss so einiges verarbeiten. Ja, ich auch. Das heißt, der Experte findet immer die richtigen Worte, habe ich heute gehört. Mhm. Aber in dem Fall, ja, auch aufgrund von Namensnennungen und ist es gar nicht so einfach. Und der Geschehnisse auch für mich nicht einfach die richtigen Worte zu finden. Ist ja, wenn ich jetzt da live face to face, dann würde ich heulen. Sag nochmal so. Echt? Du wolltest selten. Ich würde, ja, aber dann, das hat mich in dem Moment so gekriegt. Ich würde heulen. Bitte einfach. Bevor wir jetzt hier anfangen zu heulen, gehen wir Haare schneiden. Also ich lädt das Video hoch. Ja. Und das Video hoch und dann gehen wir Haare schneiden, dann gehe ich duschen und dann gehen wir Eisack zocken. Und morgen gibt es dann neue Videos mit dick und doof und neuer Frisur. Adventskalender-Unboxing morgen. Oh ja. Ich sag nur Pokémon. Müssen wir heute noch was machen? Nee. Heute machen wir nichts mehr. Nur noch nächste Woche müssen wir 4 Videos drehen, nächstes Wochenende. Oh, wei, oh, Expertenvideos. Es kommen nämlich alle Trashies an. Ach du je. Ach du je. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.